steht, dass Sirius Black aus dem Zauberergefängnis Azkaban ausgebrochen ist. Da ist noch nie jemand ausgebrochen. Vor 12 Jahren tötete Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch. In Hogwarts sind wir bestimmt sicher. Was ist los, Harry? Ron, ich habe gestern gehört, wie dein Vater über Sirius Black redete. Das Zaubereiministerium glaubt, er sei hinter mir her. Black ist geflohen, um dich zu suchen? Oh, Harry, du musst wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Such bloß keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Aber sie werden ihn doch fassen, nicht wahr? Ich meine, die Muggel suchen ihn doch auch alle. Krätze, komm zurück! Kannst du auf dieses Monster nicht besser aufpassen? Beruhige dich, Ron. Du willst doch Professor Lupin nicht aufwecken. Keine Sorge, Ron. Wir helfen dir bei der Suche nach Krätze. Willkommen in der Welt von Hogwarts. Willkommen in der Welt von Harry Potter. Der Gefangene von Azkaban. Die Katze ist ja gemeingefährlich, Hermine. Und wir müssen die Ratte von Ron Weasley finden. Weil die Katze von Hermine Granger sie verjagt hat. Krätze heißt das gute Stück. Das schöne Tier, sagen wir es so. Ja, ihr denkt jetzt bestimmt gerade alle, what the fuck? Was macht er da? Ja, ich weiß, es ist, hat bestimmt keiner gedacht, dass ich Harry Potter spiele, aber ich habe da eine witzige Geschichte zu. Und zwar habe ich das, wo ich etwas kleiner war noch, habe ich das die ganze Zeit gespielt und habe es eigentlich auch voll gefeiert. Und ich feiere es eigentlich immer noch, weil die Spiele sind super. Die Filme, da kann man sich drüber streiten, aber die Spiele sind echt super. Und deshalb, wollte ich damit anfangen. Den ersten Teil habe ich leider nicht, deswegen spielen wir den zweiten. Eigentlich wird ja wohl jeder den ersten Teil gesehen haben, oder? Also, den ersten Teil von Harry Potter kennt eigentlich jeder, oder? Für die, die den nicht kennen, kurz eine Zusammenfassung. Harry Potter ist halt so ein Zauberer, der kam auf so eine Zauberschule namens Hogwarts. Und da musste er halt lernen, mit anderen umzugehen, mit den Lehrern, die nicht immer ganz korrekt sind. Also da sind auch ein paar ganz schön korrupt, sagen wir mal so. Mit seinen Freunden, also da hat er auch die Freunde gefunden, zum Beispiel hier Hermine Granger oder Ron Weasley hinter uns. Und und dann musste er halt klarkommen auf der Schule und dann merkt er halt immer mehr, dass nicht so ganz korrekt ist, was da abgeht, und dann findet er halt der Stein der Weisen, der, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was der genau gemacht hat, der hat, glaube ich, Wünsche erfüllt oder so, jetzt laber ich, glaube ich, gerade Scheiße, falls ich Scheiße laber, höre ich lieber damit auf. Ja, und der Erzfeind von Harry Potter ist der, dessen Namen man nicht sagen darf, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal, und zwar Voldemort. So ein richtiger, sieht ekelhaft aus. Aber hier geht es um den Gefangenen von Azkaban. Wer das ist, das finden wir bestimmt noch raus. Auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal. Krätze könnte überall hin verschwunden sein. Genau, Ron sagt schon, Krätze. Diese Tür ist verschlossen. Ja, wir sind das mal gerade eben erst rausgekommen, aber okay. Diese Tür ist verschlossen. Ja, ich weiß. So, hier, geht da? Ja, da geht auf. Okay, erstmal rausgucken. Klar, die Grafik ist nicht die schönste. Das Spiel ist von Jahre... Passt auf. Jahre... 2005. Oder ich weiß jetzt nicht, ob 2005 stimmt, aber ungefähr um den Dreh rum. Und ich glaube, dafür ist die Grafik schon ganz okay. Reden wir mal mit den Leuten. Geht es? Hallo? Du solltest Ron bei der Suche nach seiner Ratte helfen, Harry. Hey, woher weißt du, dass die Ratte weggelaufen ist? Ja, okay, die ist hier vielleicht vorbeigelaufen, aber trotzdem. Und du, Harry, solltest du dich nicht irgendwo verstecken? Sirius Black ist doch entkommen. Er ist wieder auf freiem Fuß. Ja, Sirius Black. Der ist mir auch nicht ganz geheuer. Solltest du dich nicht irgendwo verstecken? Okay. Sirius Black ist doch entkommen. Er ist wieder auf freiem Fuß. Ja, ich weiß. Aber wir müssen jetzt erstmal Krätze suchen. Hey, Goyle, schau mal her. Draco sucht nach dir, Potter. Ich glaube, der hat eine kleine Überraschung für dich. Ach so. Hallo, Harry. Krummbein versteht einfach nicht, dass er Krätze nicht jagen darf. Ach so, ich glaube, die reden von Malfoy. Das ist auch so ein, wie man es halt kennt. In der Klasse sind nicht immer alle gut. Und der ist halt so ein Arsch. Hallo? Redet ihr noch mit mir? Hallo? Gutes Mädchen? Nicht? Okay, dann nicht. Also, dann suchen wir Krätze. Natürlich müssen wir in jedem Waggon nachgucken, weil der kann ja überall sein. Oh, da ist er. Hallo, Krätze. Gleich kommen wir, ich will nur noch kurz reden. Harry, solltest du dich nicht irgendwo verstecken? Sirius Black ist doch entkommen.
Also, gut, dass die immer was anderes sagen, das finde ich toll. Ich habe das Gerücht über Sirius Black gehört, Harry. Keine Angst. Sie kriegen ihn sicherlich bald. Na, das hoffen wir mal. Und jetzt erstmal zu Krätze. Dort läuft er! Nein! Nun öffnest du mit dem Alohomora-Zauber, Harry. Drücke zum Aktivieren deines Zauberstabs die linke Maustaste. Halte sie gedrückt, während du die Maus bewegst, um mit dem Zauberstab zu zielen. Ja, so hat man das im, also so hat man es im Film auch erklärt. Also linke Maustaste und so, ja, sowas auch im Film. Nein, natürlich nicht. Du nee, aber das, Harry. Ja. Halte die Taste gedrückt, ziele und lass los. Ja, okay, sofort. Aber warum hat diese Tür bitte unten, warum ist die unten offen? Ja, klar, damit die Krätze da durchlaufen, damit Krätze da laufen durch. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, ja, um zu zielen. Okay, ich lass mach's ja schon. Lass die Taste los, um ja. Den Geht's. Lass die Maustaste guck, los und so einfach geht's. Und jetzt sind wir bei den Gepäcken. Da ist der. Oh. Ja, klar. Wir können über das Gepäck klettern, Harry. Wir müssen nur drauf zugehen und können dann anfangen zu klettern. Cool, oder? Weil eine Maus oder eine Ratte auf den Dingern läuft, fällt es einfach mal runter. Und was ist hier los? Um über kleine Kisten und Dinge zu klettern, musst du nur auf sie zugehen, Harry. Also dann laufen wir halt mal über die Kisten. Die Kisten. So, da will man drüber. Aber ich glaube, da geht's nicht, oder? Wir müssen hochspringen, um über diese Kisten zu klettern. Dann los. Du gehst voran. Dann die los. Kisten zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Ja, ich habe sie auf leer gestellt, aber trotzdem danke. So, natürlich können wir die Steuerung. Diese Bertie-Bots-Bohnen mitnehmen. Fred und George geben uns dafür ein paar fiese Sachen in ihrem Laden. Ganze 5 Bohnen, die werden noch ganz wichtig sein. Also, da gibt's noch ganz viele überall verteilt. Das werden wir alles noch finden. Wir müssen das Ding hier wohl aus dem Weg schieben. Oder einer von uns könnte die Pulso zaubern. Und jetzt sind wir in der Haut von Hermine Granger, die der Pulso am besten kann. Hey, klasse, Hermine. Super gemacht. Okay, und wo ist jetzt deine Ratte? Eine verschlossene Truhe. Hey. Da ist häufig was drin zu finden. Öffne sie mit Alohomora, Hermine. Ja. Naja, ja, viele war es jetzt nicht. Ach, nochmal eine. Alohomora. Na, dann gib her. Die werden, sind auf jeden Fall wichtig. Die brauchen wir nämlich noch. Wie kann ich denn den Charakter? Kann ich jetzt gerade gar nicht wechseln, gell? Nee, ich glaube nicht. Weil das kann man dann später auch noch. Erstmal beides aufmachen. Hier doch. Ding aufmachen. Also ist schon ganz cool gemacht, das Spiel. Aber es ist halt einfach gemacht. Ist ja auch schon etwas älter. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So, 23 hätten wir. Und hier können wir speichern. Wenn wir durch dieses Speicherbuch gehen, werden unsere Abenteuer bis hierher gespeichert. Ich finde es immer so cool, wie sie das halt erklärt. Als wenn es so im Film gewesen wäre, so richtig cool. So, ja dann. Spiel wird gespeichert. Und das sogar sehr schnell. Und da ist Krätze. Na klasse, Krätze ist hinter diese Wand gelaufen. Und warum? Also Ron, du solltest deine Ratte wirklich mal trainieren. Wow, ein magisch verschlossener Schrank. Wir müssen alle drei gleichzeitig zaubern, um ihn zu öffnen. Ich fang an, ihr kommt dazu. Okay, sofort, aber er muss seine Ratte und trainieren, aber sie ihre Katze nicht, oder wie? Okay, egal. Alle drei und Hallo? Los! Oh nein. Was ist denn das? Ein Wasserspeier, was sonst? Verwende Lumos auf ihn, Ron, und ein geheimer Bereich erscheint. Lumos! Oh. Die Wand existiert gar nicht mehr. Und wir sind durch. Pass auf! Nein! Fliegende Bücher. Wisst ihr alle noch, wie man die Pulso wirkt? Ja, haben wir gerade eben. Los! Die Pulso! Gut. Oh ja, das war richtig klasse. Die leuchten immer alle so, da kannst du echt denken, die kannst du aufmachen, aber nee, verbringe ich aber jedes Mal. So, hier ist ein Schokofrosch. Cool, ein Schokofrosch. Die geben uns nach der Begegnung mit diesen Büchern etwas Kraft zurück. Ja, das ist super. Die geben uns nämlich Leben, also halt, ja, Energie in dem Fall. So, und hier haben wir kurz mal ein Rätsel gelöst, war jetzt nicht wirklich schwer. Aber es gibt noch ein paar Bohnen dazu. Und weiter geht's. Wo ist Krätze hin? Oh, oh. Dieser Waggon ist mir unheimlich. Was ist in diesen Käfigen drin? Wir sollten ganz bestimmt nicht hier sein. Wir können Krätze nicht zurücklassen, oder? Los, komm.
kommt schon. Mir ist zwar auch unheimlich, was in der Kiste drin ist, aber noch viel unheimlicher sind mir die Spinnen. Ich hasse nämlich Spinnen, für die so ekelhaft. Manche mögen die. Alter, hier gucken voll die Augen raus. Da habe ich ja noch nie drauf geachtet. Wie geil sieht denn das aus? Okay, das sind 3 Augen. War nicht schlecht. Also wir sollten hier auf jeden Fall nicht sein, aber wir gehen einfach, weil wir es können. Da ist Kretze. Holt sie euch endlich. Na, wen haben wir denn da? Totti und das Wiesel. Ich hätte wissen müssen, dass dieses traurige Exemplar von Ratte etwas mit dir zu tun hat. Draco Malfoy. Hat man dich also in den Tierwaggon gesperrt, ja? Wohl der einzige Ort, an dem er Freunde findet. Ich würde euch tatsächlich gerne einen ziemlich interessanten Freund vorstellen. Nehmt euch jetzt bitte. Oh nein. Oh nein. Was ist das bloß für ein monströses Buch? Also ich glaube, das ist eine Ausgabe des Monsterbuchs der Monster. Und es sieht nicht nett aus. Wir holen sie aus der Luft, Harry. Du gibst ihnen das. Schnell. Sie sind in der Überzahl. Holt sie doch von der Luft, verdammt. Okay. Wir müssen die Seiten auf die Seiten zielen. Und wenn er keine mehr hat, dann können wir ihn schädigen. Achso, fuck. Einer lebt noch. Jetzt. Immer noch. Mann. Jetzt. Was da? Klasse, Leute! Darf ich jetzt schreien? Ron, du musst wirklich an der Genauigkeit deiner Zaubersprüche arbeiten. Eine Bildkarte. Die sammle ich total gern. Wenn wir Hogwarts genau durchsuchen, finden wir garantiert alle 80 Sammelkarten. Das habe ich nicht. Wir können in das Folio Universitas schauen, nachdem wir eine Sammelkarte aufgehoben haben. Drück die Escape-Taste und klick auf das Bild der Karte oben im Bildschirm. Ich habe überlegt, ob ich das Spiel zu 100% spielen soll, weil ich es ja schon sehr gut kenne. Aber ich glaube, 80 so Sammelkarten und es gibt noch viel mehr, was wir sammeln müssen. Nee, das ist mir zu viel. Aber ich werde versuchen, viele zu finden, auf jeden Fall. So, und Hermine hat natürlich Ron gerade eben schon wieder genervt, dass es nicht kann, zaubern, aber ja. Da ist sie. Hol sie endlich. Du hast ganz schön Ärger gemacht, du nutzlose Ratte. Los, lasst uns in unser Abteil zurückgehen, bevor uns jemand vermisst. Oh nein. Wir halten an. Was ist los? Schnell! Was ist da draußen? Das ist ein. Wie wird er noch gleich genannt? Ich weiß es schon gar nicht. So, erstmal die Tür blockieren. Reicht das? Nein. Da! Ein Dementor heißen die Dinger, glaube ich. Ja doch, ich glaube, ich bin fast sicher, dass es das ist. Okay, nochmal. Komm schon, Ron, das schaffst du. Es reicht nicht, es reicht nicht. Da noch! Nein! Jetzt! Er kriecht auf Harry zu! Harry wird davon krank! Oh nein! Keiner von uns hier versteckt Sirius Black unter seinem Umhang! Geht! Professor Lupin! Harry! Alles in Ordnung? Ja. Was ist passiert? Was war das für ein Wesen? Ein Dementor. Einer der Dementoren von Azkaban. Wir sollten zurückgehen. Wir sind gleich in Hogwarts. Geht es dir wirklich gut, Harry? Gut, mir geht's gut. Was wollte er von uns? Und warum, das frage ich mich schon die ganze Zeit, warum hat Professor Lupin so 2 Narben im Gesicht? Und ich glaube, das gibt Ärger, was wir jetzt gemacht haben, oder? Harry, Ron und Hermine waren froh, wieder in Hogwarts zu sein. Harrys Begegnung mit dem Dementor hatte keinen schweren Schaden hinterlassen, außer einem wachsenden Gefühl der Angst. Die 3 Freunde eilten zur ersten Unterrichtsstunde, denn sie wollten ihren Unterricht endlich fortsetzen. Ich bin Professor Lupin, euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Unsere erste Stunde behandelt den Carpe Retractum-Zauber. Ron Weasley, kommst du bitte nach vorn? Ich? Sind Sie sicher? Hermine ist bei Zaubern viel besser. Du schaffst das schon, Ron. Geh einfach durch diese Tür und fang an. Ja, und jetzt muss Ron zeigen, was er kann. Ich liebe das an diesem Spiel, weil das sind immer so kleine Prüfungen. Hallo, Professor Lupin? Willkommen zur Carpe Retractum-Aufgabe, Ron. In dieser Aufgabe sind 10 Aufgabenschilde verteilt. Einige sind gut versteckt. Finde alle 10 Schilde, um in den Bohnenbonusraum zu gelangen. Findest du beim ersten Versuch nicht alle Schilde, kannst du immer wiederkommen. Du beendest die Aufgabe, indem du den letzten Schild aufsammelst. Fangen wir also an. Carpe Retractum erfüllt 2 Hauptzwecke. Dich an etwas heranzuziehen oder etwas zu dir hinzuziehen. Such dir eine Statue, auf die du den Zauber richten kannst. Schau, was passiert. Das machen wir, nachdem ich es erklärt habe. Also, es gibt immer verschiedene Prüfungen für Ron, Hermine und Harry Potter. Also Harry in dem Fall. Und wir müssen, wie ich schon gesagt habe, alle 10 Schilde finden, um in den Bohnen-Bonusraum zu kommen. Und der ist ganz wichtig, weil da kriegen wir halt, wie der Name schon sagt, richtig viele Bohnen, die mit denen wir nachher echt viel Zeug machen können. Und deshalb werde ich auch überall 10 Schilde suchen. Und ich glaube, ich finde sie auch, weil ich kann mich voll noch daran erinnern. Also das ist schwer, als hätte ich es gestern gespielt. So, erstmal immer schön umgucken, weil die Schilde sind manchmal auch echt schwer versteckt, aber geht alles noch. Hervorragend. Du kannst mit Carpe Retractum auch an einige Hebe ziehen. Such einen an einer Wand und probier's aus. Ich glaube, ich weiß noch, wie man damit umgeht. Oh, oder auch nicht. Zuerst zauberst du Elasto auf das Feld, damit es federt. Elasto! Dann springst du auf das Feld, um in die Luft zu hüpfen. Vergiss nicht, mit der rechten Maustaste zu springen. Ja, eine Art Trampolin. Cool, cool. Funktioniert auch richtig toll. So. Und jetzt können wir da einfach runter. Mit Carpe Retractum kannst du auch Dinge an dich heranziehen. Such dir ein Ziel für den Zauber und klettere dann drauf. So. Das ziehen wir jetzt hier raus. Und... ja, und da oben ist schon das erste Schild. Das sollen wir uns aber leider erst im nächsten Part, weil dieser Part ist schon vorbei. Danke fürs Zuschauen. Falls euch dieses LP gefällt, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen, um es mir zu zeigen. Und bis zum nächsten Part von Harry Potter, der Gefangene von Azkaban. Bis dann und einen schönen Tag.